Le Freunde, willkommen zurück zu Super Mario Run. Wir machen heute weiter mit Violettas Todd Rally, aber erstmal, hier, Todd, was gibt es denn? Was wollen Sie von mir? Hauen Sie raus. Das kennen wir doch schon, das haben wir doch schon mal ausgewählt. Du hast nichts Neues für mich, Fräulein, ist dir klar? Bla bla, ich weiß ja wohl. So, jetzt fragt ihr euch, was machen wir hier beim Belohnungsscreen? Ganz einfach, wir können hier in die Mission reingehen und können uns Punkte schnappen, ne? Todd Rally spielen, können wir uns Punkte für einsahen. Ja. Kann man, glaube ich, so sagen, ne? So. Die Verknüpfung gibt uns Punkte. Den ersten Freund hinzufügen, ja. 5 Freunde hinzufügen. 10 Freunde und so weiter und so fort. Und dann noch Welt 1 abschließen. Wir packen uns so viele Punkte ein. So viele meine Nintendo Points, richtig geil. Und die können wir auch dann bei Zeiten einlösen. Die Freunde, seid ihr noch bei mir, lebt ihr noch. Zack, jetzt haben wir einfach 830 Punkte. Heftig, ne? Die können wir dann quasi investieren in, ja, solche Sachen hier, ne? Glaube ich. Kostet nur ein bisschen was. Ein kleines bisschen. 3000 Münzen, wie viel kostet das denn? 140. Ich glaube, du sparst da im Endeffekt ein bisschen drauf, aber Münzen brauche ich sowieso nicht und der Rest juckt mich nicht. Die Mario-Gold-Statue. 300 Punkte. Tauschen wir ein, Bruders. Ohne Witz. Dann lass mal knacken. Das klingt ja richtig geil. Ohne Witz, ich zeig's im Let's Play. So, die Mario-Gold-Statue. Die würde ich gern platzieren, wenn das geht. Am besten hier direkt neben Peach. Nein. Neben Peach platzieren, wenn das geht. Jawohl. So, platzieren. Ich habe ja ein bisschen was an Deko dabei. Ja, hier nämlich, ne? Die platzieren wir. Ich wollte sie ja eigentlich bei Peach platzieren, aber ansonsten... Scheiß drauf. Dann platzieren wir sie... Fürs Erste... Ja, keine Ahnung, hier hin. Auch wenn das null ästhetisch ist, aber dann... Oder wir verschieben das Ganze erstmal. Dann platzieren wir die hier hin. Vor den Augen von Peach. Ist das geil oder ist das geil? Jetzt haben wir eine goldene Mario-Statue. Wie geil ist das denn? Die Freunde. Todd Rally. Wir wollen Yoshi freischalten. Heute machen wir's. Ist das hier eine Höhle? Das ist eine Höhle und das ist extrem geil. Sie hat Peach. Es könnte uns von Vorteil sein, weil wir ja mit Mario, ich muss nicht weiter erläutern. Wir wissen ja bereits, was abgeht, Brüders. Ja, sie wissen Bescheid. Das Gute an Mario ist, er kann halt immer ein Leben mehr aushalten als die anderen. Ja. Wobei ich mich hab spoilern lassen und Mario ist nicht der Einzige. Ich werde jetzt nicht so viel dazu verlieren und nicht so viele Worte verlieren, aber er ist nicht der Einzige. Und boah, warum ist denn die Peach so gut? Wieso ist sie denn so gut und schnell, Alter? Das kann doch nicht sein. Die rasiert mich ja vollkommen weg, ey. Die alte Sau. Aber wir kriegen den Münz rasch, aber das hat er ja auch. Oder sie. Ihr wollt. Scheiße, ich hab doch dagegen geschlagen eigentlich, aber okay. Ja, toll. Da komme ich ja nicht hoch, weil ich nicht groß bin. Ist das geil oder ist das geil? Schade. Scheiße, das ist verkackt. Jetzt haben wir zwar die Coin, aber was bringt uns das denn? Am Ende des Tages. Ich will da nur darüber. Junge. Verliere Zeit und Geld, Mann. Und ich verliere das Ganze noch, Alter. Das ist verkackt, glaube ich. Das ist so verkackt, Mann. Ich habe so reinge... Oh Gott, ey. Ich weiß gar nicht, warum. Aber... Irgendwie war sie besser als ich. Ich weiß nicht warum. Richtig behindert. Naja, lege ich mich nicht mehr mit an. Damit befasse ich mich nicht mehr. Ich weiß nicht. Der Fehler war, dass wir da klein waren und deswegen nicht die Steinblöcke kaputt machen konnten. So behindert das auch ist, aber es ging nicht. Wie geil ist das denn? Hui!
Nein, was hab ich denn nicht? Ich hab doch nichts gemacht, ey. Was willst du von mir, Mann? Ich bin auch drauf gesprungen, Alter. Meine Fresse. Natürlich krieg ich da dann, ja. Oh Gott. Nein, ich bin noch gesprungen. Das Timing, Kai, du bist scheiße. Ah, ist das geil, ey. Also ich habe eigentlich nichts falsch gemacht. War da oben, hab eigentlich auf jeden Ninja gesprungen. Aber wenn dann sowas passiert, ist extrem geil. Ich krieg ja auch keinen Pilz, ne? Klar, da war gerade eben zwar einer, aber ich habe nicht die Möglichkeit, daran zu kommen. Egal, wir können jetzt wahrscheinlich damit rechnen, dass wir ihn besiegt haben. Und dass wir Yoshi kriegen. Gucken wir mal, ob das klappt. Ob das möglich ist, ob das drin ist. Ich finde ja, dass ich besser gespielt habe. Das ist nicht dein Ernst, ne? Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Nee. 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 Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Nee. Nee. Ist das geil, ey. Wäre ich am Anfang nicht gestorben wegen dieser unnötigen Stelle mit den Ninjis. Ich meine, ich war da oben, ich bin auf jeden drauf gesprungen. Es wurde nicht gezählt. Und sowas ist ja immer richtig geil, wenn sowas passiert. Danke dafür. Dankeschön dafür. Vieles Dank, Bruders. Gib mir Pilze, gib mir Pilze, gib mir Pilze. Junge. Gib mir doch Pilze. Ja, und dann ist auch hier. Ja, das Timing, Kai, du bist scheiße. Mhm. Ja, 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 ja. Gott. Okay, jetzt lass mal auf die Kacke hauen. Ich brauch Pilze, Mann. Ich brauch Pilze. Ich krieg keine irgendwie. Ich krieg irgendwie keine. Ich darf keine kriegen, ne? Natürlich fliege ich hin rein. Aber natürlich tue ich das. Ah. Wie willst du sonst an die Münze kommen? Aber okay. Will sich ja nicht beschweren. Meine, wie kann er denn am Ende des Tages besser gewesen sein als ich? So, gerade eben auch. Ich war eigentlich besser als er. Ich bin zwar ein paar Mal runtergefallen, aber ich war vor ihm. Ich habe eigentlich mehr Münzen gesammelt. Aber in Ordnung. So, jetzt kriege ich wahrscheinlich, oder ich kriege hoffentlich die Tots wieder, die ich gerade eben verloren habe, weil dann kann ich mir jetzt nämlich Yoshi leisten. Gucken wir mal, dürften... Ah ja. Okay, sehr schön. Dann lass uns mal zum Königreich gehen. Da können wir uns eigentlich wieder eine Belohnung abholen. Ja, es ist was im Shop wieder eingetroffen. Und ja, guten Tag. Guten Tag, ich bin dort. Ja, jawohl. Ah, da ist... Oh, was ist... Oh. Oh, ein blaues Bonusspielhaus. Ja, Bruder, ist normal aus. Lass knacken, lass bauen. Und Yoshi, wenn du dieses Haus platzierst, ist Yoshi gleich mit von der Partie. Ja, Yoshi, ja, ja, ja. Ja, Yoshi, ja. Jawohl. Okay, dann lass mal knacken hier. Yoshi, bist du da? Er scheint da zu sein. Gut, dann machen wir hier das Bonusspiel und gucken mal, was ist denn da so schönes, leckeres. Oh, wie geil. Gab es das nicht auch schon in New Super Mario Bros. U oder so? Kann sein, ne? Wie kann man dafür mehr als 1,5 Minuten Zeit haben? Keines Ahnungs, Bruders. Aber juckt nicht. Wir kriegen, glaube ich, 3 Münzen, oder? Kriegen was? 500? Boah, ist das eine Belohnung. Wir haben auch jetzt über 30.000 Münzen, die müssen wir auch irgendwann mal ausgeben. Oder was? Oder halt eben nicht. Gerade eben hatten wir knapp 30.000. Wir können auch nochmal hier in die Mission reingehen. Wir haben ja wieder was erreicht. Geile Scheiße. Ich bin beeindruckt. Boah, die Helligkeit, ne? Ich höre dich nicht, du Spacken. Ich hab Kopfhörer auf. Mensch.
So, wisst ihr, was ich sagen würde? Ich würde sagen, wir machen nochmal hier lecker eine Tortorelli. Und diesmal mit Yoshi, würde ich sagen. Jawohl. Zur Feier des Tages. So. Marios knuffiger Dino-Begleiter und ungekrönter Meister im Flatterflug hat vor Stacheln keine Angst. Geil! Das heißt, du kannst mit ihm auf Stacheln und vielleicht auch sogar auf Mannschaft laufen. Kann das sein? Also er hat auf jeden Fall einen Flatterflug und er kann dann auf Stacheln laufen. Mampfa, Manchas auch? Fragezeichen, Ausrufezeichen, random Satzzeichen einfügen. Kann sein. Ja, Yoshi, ja, ja, ja. Du bist der Freund, ja, Yoshi, ja, 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 kleiner Freund. Oder es kann auch sein, dass das sind irgendwie, dass er Stachis besiegen kann. Das kann sein. Ich weiß aber nicht, ob er... Ja gut, er kann auch keinen Pilz ansammeln. Da stirbt er auch direkt. Ich würde aber gerne mal... Bitte, hör auf. Hör auf. Dann time ich das halt eben jetzt. Oh Gott. Okay, also Yoshi hat schon seine Vorteile, ne? Der ist auf jeden Fall nicht zu verachten. Er kann sie zwar nicht besiegen, aber er kann über sie laufen und so. Das ist auch nicht schlecht. Ist auf jeden Fall eins nice Angelegenheit und Geschichte und so. Scheiße. Ach Gott, wir haben ja einen Stern, genau. Bei Münzrausch, ne? Dieser Hans-Entertainment-Moment, wenn du dann quasi denkst, scheiße, ich... Oh Gott. Scheiße. Ich denke mal, das ist verkackt. Dieser Hans-Entertainment-Moment, wenn du einen Stern einsammelst, im Münzrausch bist und denkst, oh, ich darf nichts berühren, weil ich bin ja nur im Münzrausch. Naja. Gut, dass das verkackt wird, war klar. Aber, ja. Mal gucken, ob wir jetzt Yoshi verlieren, verwegen. Du hast keine 30 gelben Tots mehr, du Sau. Gib mir Yoshi wieder, los jetzt. Nein, ich darf ihn behalten. Okay, das ist ja gut. Ich muss mich auch mit Yoshi einspielen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, geil. Oh, war das knapp. Ja, geil. Das ist ja mal am besten, wenn du denkst, okay, jetzt kann ich und jetzt kann ich, ne, aber dann kannst du nicht. Das ist immer richtig geil. Wow. Dieser Flatterflug, Mann. Muss man sich noch so hart dran gewöhnen. Bleiben die roten Münzen denn? Hallo. Kommen die irgendwann nochmal? Ne? Richtig geil. Ja, ist auch wieder verkackt, ne? Ich krieg den Typen nicht hin. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung warum. Beweg dich doch. Ha. Der Moment, wenn du da eigentlich vorbeilaufen wolltest, aber er stehen bleibt. Das ist immer richtig geil. Natürlich wird er hier sterben. Aber natürlich. Klar. Sicher. Ne? Ja, ja, richtig geil, richtig geil. Wow. Ah, und wieder verkackt. War zwar knapp und so, ich denke, wenn ich mal aufhören könnte zu sterben, dann würde ich das auch schaffen. Nochmal. Ich will nicht klatschen. Komm. Muss man doch hinkriegen hier, in dem Saftladen. Und da ist halt wieder der Vorteil an Mario in diesem Modus hier. Er stirbt halt nicht, ne? Oder er stirbt halt nur schwer und das ist wieder so ein Hans... Oh Gott. Wieso sterbe ich da jetzt mal? Warum muss der Stachy da jedes Mal so schnell hochgehen? Seht ihr das? Wie schnell er da hochgeht? Danke dafür. Wow. Darf ich dann auch mal vielleicht in den, Münzrausch kommt. Na, das ist immer so klar. Was willst du dagegen machen? Was willst du dagegen machen? Du willst nur da hoch und dann kommt der Stachy. Timing, Kai, du bist scheiße. Timing. Was willst du da timen? Aber okay. Ha. Ich will ihn mitnehmen. Ich krieg diesen Stachy nie, ne? Ich krieg ihn einfach nie.
Das ist auch richtig geil. Auf jeden Fall. Natürlich. Klar. Gut, jetzt ist auch dann wieder verkackt, ne? Aber okay. Krass. Ne? Ha, ist das geil. Das ist richtig geil. So verlierst du über 60 Tots, ne? Weil du gegen so einen Penner gewinnen willst. Ha. Das ist immer eine richtige Gönnung, ey. Was habe ich falsch gemacht? Ich bin gesprungen. Was willst du von mir? Ich bin gesprungen. Aber okay. Ich bin gesprungen. Aber in Ordnung, ne? Wenn du springst und es nicht gezählt wird, das ist immer das Beste, Alter. Natürlich, ich bin auch drauf gesprungen. Das Timing, Kai, du bist scheiße. Tja, Kai, du musst halt besser timen, ne? Naja. Genau. Das Timing. Ich meine, da kannst du auch nichts machen, wenn du da hoch willst, aber du kannst nicht. Ja, danke schon dafür. Jetzt kann ich wieder vergessen, weil ich den Münzfrosch verkackt habe. Danke dafür. Da kannst du auch wenig gegen machen. Ja, kein Timing, ne? Ja, kein Timing, ne? Ja, kein Timing, ne? Mhm. Timing, auf jeden Fall. Tja, Kai, Timing. Mhm. Danke schon dafür. Timing, Kai. Das ist scheiße. Timing. Hättest du früher den Flatterflug machen müssen. Mhm. Klar, Timing. Ja, wenn das Timing ist, dass du da nicht durchkommen kannst, ne? Das ist richtig krasses Timing, ne? Auf jeden Fall. Das ist krasses Timing, Alter. Ja, immer die Leute, die sagen, ja, Timing, Kai, Timing. Ja, was willst du da machen? Timing? Was ist da mit Timing? Nichts. Willst du dagegen machen? Ne? Aber okay. Das ist Timing, Kai. Du bist scheiße, Kai. Du bist... Das ist Timing, hallo. Kannst gar nichts. Wenn du nicht timen kannst, ist deine Schuld, Kai. Du bist scheiße. PS, du bist scheiße. Ja, Timing, okay. Timing, Kai. Hm. Ich stand da so, dachte mir, okay. Geh ich an ihn ran. Aber ich durfte nicht. Wegen dem Timing. Ist okay. Ha, das ist aber richtig geil, ne? Wenn die Leute einem über die Welt erklären wollen und denken, es ist immer diese Ausrede von Timing. In die Fresse halten wollen. Das ist immer richtig geil, ey. Das ist ja wieder zum Rein. Ach komm, ey. Ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr. Eigentlich habe ich ja gar keinen Bock mehr. Aber okay. Aber in Ordnung. Ich weiß nicht, die Zotrelli, die regt mich mal ein bisschen auf. Ich kann sowas nicht live aufnehmen. Ich muss es voraufnehmen oder so und danach kommentieren, weil sonst macht mir das gar keinen Spaß. Timing, Kai, du bist scheiße. Hm, auf jeden Fall. Ist ja nicht so, als würdest du da nur mit Sternen durchkommen. Ja, Kai, wenn du scheiße bist, bist du halt scheiße, ne? Hm, okay, danke schon dafür. Sowas muss man immer voraufnehmen oder, keine Ahnung. Also was, ich nehme sowas viel zu ernst, aber was soll ich machen? Wenn die Leute dann immer in den Kommentaren sagen, ja Kai, das Timing ist scheiße, du bist scheiße, Kai, du bist Timing. Ja, du bist das Timing, Kai. Das Timing ist scheiße. Das heißt, du bist scheiße, Kai. Ja? Time mal besser, du Spasti. Wenn man dann sowas lesen muss, bei Sachen, wo du denkst, okay, manchmal stimmt das ja mit dem Timing, aber dann bei solchen Sachen hier mit den Pockys, danke dafür. Weil ich kriege aber auch diese Münze nicht mehr irgendwie, ne? Kann das sein? Ja, bei manchen Sachen ist ja okay, da sage ich ja nichts gegen, ne? Ist ja in Ordnung. Bei manchen Sachen stimmt halt echt das Timing nicht, aber... Ja, bei sowas... Willst du mir da die Verantwortlichkeit zuziehen, dass ich da nicht getimed habe, richtig? Obwohl du da nichts gegen machen kannst, obwohl du da nicht flüchten kannst. Willst du mir das sagen? Ist es das, was du willst? Oder was? Natürlich sammelt er... Ich liebe es, weißt du? Der normale Münzrausch macht dich nicht unverwundbar. Der rote Münzrausch macht dich unverwundbar. Wie geil ist das denn? Ne? Das ist immer richtig geil. Wenn so Leute, die Welt erklären wollen, ne?
Ach, deine Mom. Deine Mom. Auf jeden Fall. Ah, ist das geil. Ist das geil. Richtige Gönnung, Alter. Ja, Kai, das Timing, ne? Merkt man wieder ganz klar, du bist scheiße, Kai. Halt die Fresse, Kai, du bist scheiße. Dein Timing, Kai, du bist scheiße. Machen wir jetzt so lange, bis wir den besiegt haben. Ist mir scheißegal. Will diesen Penner wegkotzen, ist mir scheißegal. Ha, ja. Ich bin gesprungen, aber okay. Aber okay, ich bin gesprungen, aber okay. Ich bin da wieder gesprungen, aber okay. Jetzt krieg ich die Münze wieder nicht, aber okay. Richtig krass. Kannst du wieder vergessen. Ist wieder verloren. Ne? Ist wieder verloren. Kannst du wieder in den Wind setzen. Scheiße. Ja, natürlich, komm ich da nicht hoch. Aber natürlich komm ich da nicht hoch. Aber okay. Ja, aber okay. Hm, okay. Dankeschön. Wenn ich jetzt vielleicht mal wieder die roten Münzen bekommen darf, das wäre richtig geil. Ja gut, ne? Die Mittelfahne und so. Ist okay. Scheine ich wohl nie zu bekommen. Oh Gott. Sieht jetzt vielleicht ganz gut aus. Wie sieht's aus? Darf ich jetzt mal gewinnen? Hoffen wir's mal, ne? Ich habe zwar nicht die besten Hoffnungen, weil ich am Anfang wieder ein bisschen verkackt habe. Wow, für diesen Verlust macht man da sowas doch gerne mit, ne? Aber okay. Gut, ich würde sagen, der Part ist mal wieder übertrieben, abgekackt. Es tut mir leid, jedes Mal bei der Tortorelli hab da keinen Bock mehr. Der Tortorelli regt mich am meisten auf, so, keine Ahnung. Ich kann das nicht live aufnehmen, es geht nicht. Ich muss das irgendwie nutzen, sodass ich davon irgendwie ein, weiß ich nicht, dass ich Tortorelli irgendwie so als Themen, Parts benutze oder so. Also live, ich komme da nicht mit klar. Es sei denn, ich spritze mir sonstige Drogen in die Venen und dann klappt das, aber keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Naja, wir haben Yoshi gesehen und wir haben gesehen, dass er auf Stacheln gehen kann. Nur wir haben auch gesehen, dass du trotzdem nichts dagegen machen kannst in Leveln. Da kann auch das Timing dann nichts dran ändern. Das hat man ganz klar gesehen. Da können jetzt auch die Leute schon die Fresse halten, die immer mit Timing und so kommen, ne? No hate, aber ist halt so. Ja, dass du da nichts gegen machen kannst, wenn da 1000 Stachis, wenn da 1000 Pockys kommen, die dreimal so groß sind wie du und wo du auch mit dem Flatterflug nichts gegen machen kannst, wo du nicht drüber springen kannst, sondern die stellen sich dir immer in den Weg und du kannst nicht über die hochspringen. Kannst du nicht. Da sollen die Leute auch bitte nicht mit Timing kommen, okay? Dankeschön. Naja, das wär's dann, ne? Man merkt, ich bin mal so ein bisschen in Rage, wenn ich daran denke, dass die Leute immer alles mit Timing erklären müssen. Was auch manchmal stimmt, wie gesagt, aber nicht immer, meine Freunde, nicht immer. Verallgemeinert das nicht. Dankeschön. Naja, haut rein. Ciao.